hören und reden direkt weiter oder antworten direkt darauf, wo es noch nicht zu Ende gesagt wurde vom Gegenüber. Das kann natürlich auch missinterpretiert werden. ADSler zeigen in der Öffentlichkeit oft keine Emotionen, da sie nur für ihre Erledigungen unterwegs sind und schalten ihre Mimik daher komplett ab. Die Augenbrauen hängen daher schlapp nach unten und das sieht bei einigen oft so aus, als würden sie böse gucken. Da Menschen sehr stark auf Mimik fixiert sind, interpretieren sie das natürlich negativ. Mir hat man wirklich sehr oft gesagt, warum ich denn so böse gucke. Dabei finde ich es einfach nur sau anstrengend, die Muskeln über den Augenbrauen die ganze Zeit irgendwie angespannt zu halten. Also normalerweise sieht das dann so irgendwie aus. Das geht es eigentlich. Sonst war schon extremer früher. Der Gesichtsausdruck ist also meist neutral, außer es kommen wirkliche Emotionen hoch, was auf dem Weg zum Einkaufen zum Beispiel eher seltener passiert. Hyperaktivität wird sehr oft so gedeutet, als habe die Person keine Selbstdisziplin oder wolle andere bewusst nerven oder habe kein Interesse daran, sich den gesellschaftlichen Regeln anzupassen, wobei letzteres quasi stimmt, aber nicht nur speziell in diesem Zusammenhang. Ja, Hyperaktivität. Es wird oft auch gar nicht gedeutet, sondern wirkt einfach nur so nervend und wird deswegen negativ. Ja, wird deswegen darauf negativ reagiert. Deswegen habe ich das bei mir auch in der 8. Klasse, nee, in der 7. oder 6. Klasse abgestellt. In der 5. bin ich doch die ganze Zeit überall rumgerannt in den Pausen und habe andere dann auch damit genervt und wollte die ständig motivieren, irgendwie Huckepack und dann rumrennen oder irgendwie Schaukämpfen und sowas. Und habe nicht verstanden, wie die alle ruhig sitzen können und einfach nur auf die nächste Stunde warten. Also auf die nächste Schulstunde. Weil die Schulstunde für mich immer Qual war und danach sozusagen Freiheit. Und die nutzen das gar nicht aus, habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber das hat die Leute mega abgenervt. Deswegen habe ich das bis heute quasi abgestellt. Deswegen bin ich auch so ein Mischtyp. Also manchmal hyperaktiv, manchmal nicht. Weitere starke Probleme entstehen durch innere Unruhe und Angespanntheit, woran sehr viele ADSler leiden. Da ist es oft kaum möglich, mehrere Stunden am Stück irgendwo zu arbeiten und zu lernen, beziehungsweise oder zu lernen. Sowieso haben alle ADSler diverse komorbiditative Erkrankungen, also durch ADS verursachte Begleitstörungen oder Begleiterkrankungen, wie zum Beispiel Depression, Sozialphobie und so weiter, wodurch innere Angespanntheit noch viel stärker auftreten kann. Also durch Sozialphobie und Depression zum Beispiel. Die Sozialphobie entsteht meist durch diese Missinterpretation oder gar Neid und daher negativen Feedback von Leuten. Aber mehr dazu im Video über Komorbiditäten von ADS. Vielleicht mache ich auch mal ein gesondertes Video über Sozialphobie, damit das auch stark betrifft und noch stärker in der Vergangenheit betraf. Antriebslos, ohne Eigeninitiative, wortkarg und zurückziehen, ist sogar schon fast zu ADS selber gehörig. So stark ist das verankert und fast alle haben es zumindest phasenweise. Ist aber quasi auch, naja, indirekt, ja, eine indirekte Erscheinung. Also fast schon eine Komorbidität, aber keine wirkliche Komorbidität, sondern eine indirekte Begleiterscheinung. Aber die Grenzen sind da halt nicht ganz klar. Ja, und das Zurückziehen ist ja klar, wie sich das auswirkt auf Beruf, Schule, soziales Umfeld, Wortkargheit. Es wird oft auch missinterpretiert. Ohne Eigeninitiative. Kann sehr stark zu Problemen führen in der heutigen Gesellschaft. Aufgrund, dass Dopamin deutlich schneller zwischen Neuronen transportiert wird, entsteht auch Impulsivität. Es wird daher oft ohne nachzudenken gehandelt, oft unerwartet. Man lebt Gefühle sofort aus, trägt das Herz auf der Zunge, aber unterschätzt oft auch Gefahren. Klar führt das zu Problemen, wenn man immer das sagt, was man denkt, obwohl ich es so
eigentlich für richtig halte, das so zu tun. Man ist allerdings oft verletzend, ohne es wirklich zu wollen und auch zu merken. Und wenn man es merkt, dann schämt man sich meist auch sofort dafür. Bei mir gehen solche Dinge so weit, dass ich mich sogar bereits schäme, überhaupt irgendwo impulsiv zu sein oder andere ADS-Symptome, also auch Hyperaktivität, zu zeigen. Einerseits, weil es Leuten auf den Sack geht und die einen das auch spüren lassen, und andererseits, weil viele dann auch einfach neidisch werden, da Impulsivität und Hyperaktivität so wirkt, als würde man nicht nachdenken, hätte keine Probleme, man ist ja total freizügig, und Menschen wollen diese kindliche Unbeschwertheit, sage ich mal, selber schon auch, durften sie aber wegen den gesellschaftlichen Regelungen, Schrägstrich Druck, nicht ausleben, spätestens als junger Erwachsener nicht. Und deswegen empfinde es als unfair, dass andere das dann trotzdem, dass andere das dürfen, in Anführungszeichen, oder wirklich ausleben, obwohl es so eine ungeschriebene gesellschaftliche Regelung ist, nicht zu kindisch sein zu dürfen. Falls man versteht, was ich meine. Oder die Menschen vermuten ernsthaft, man mache das nur, um sich selber als weiterentwickelt darzustellen, was ich zwar nicht verstehen kann, aber das ist angeblich so, dass viele das vermuten. Ich merke es sofort, wie die Leute darüber denken, und halte es oft nicht aus. Daher habe ich mir diese Dinge über Jahrzehnte lang hinweg abgewöhnt. Bin aber wieder seit einiger Zeit dabei, drauf zu scheißen, an mich selber zu denken, denn ich verletze damit ja niemanden. ADSler haben allgemein Schwierigkeiten, sich irgendwo einzuordnen, also auch in Gruppen. Sie haben einen großen eigenen Willen und nehmen sich selbst sowieso schon lange als ganz anders wahr, und ihre Denkweise beißt sich meist auch mit der Denkweise der meisten anderen. Kooperation ist daher schwierig, aber in unserer Gesellschaft ist das mittlerweile extrem verankert. Ja, das ist so eine Problematik halt. Zudem haben ADSler Probleme mit dem Plan, sind halt desorganisiert und chaotisch. Unsere Welt ist aber besonders strukturiert und orientiert sich sehr stark an Ordnungsstrukturen in nahezu allen Ebenen. Das ist auch eine sehr große Schwierigkeit für die meisten ADSler. Ja. Kein Überblick und wenig Strategie, stark spontan, da eben zu wenig Dopamin vorhanden ist, um sich zu konzentrieren, was fürs Plan natürlich notwendig ist. Nur bei interessanten Dingen wird Dopamin ausgeschüttet, da kann man dann sehr gut planen und strategisch vorgehen, also wenn es interessant wird halt wieder. Das sieht man auch ein bisschen bei diesen Videos. Hier kann ich mich schon planend vorbereiten, da mich das Thema ADS halt allgemein sehr interessiert, auch wenn ich hier was durchkaue, was ich persönlich natürlich schon weiß, weshalb es auch keine perfekte Struktur ist. Aber wenn es um nichts geht oder wenig, dann kann ich nicht planen. Wenn schon, kann das in extreme Planung ausarten. Da kommt dann der Hyperfokus ins Spiel. Nochmal zu geringem Selbstwertgefühl. Das ist hier einerseits wieder als Begleiterscheinung anzusehen, andererseits ist es aber bei nahezu jedem ADSler zumindest in einer langen Phase so. Naja, oder einfach bei jedem ADSler je nach Definition. Denn ADS wird als Störungsbild definiert, und wenn man es geschafft hat, dass es einen nicht mehr wirklich stört, dann hat man per Definition kein ADS mehr. Wobei ich mit der Definition nicht konform gehe, da die neurobiologische Besonderheit, auf die das meiste zurückzuführen ist, immer noch besteht. Und man besonders bleibt und zumindest Stärken vorhanden bleiben, auch wenn die Schwächen überwunden werden. Was nie ganz geschieht. Deswegen ist für mich ADS auch kein Störungsbild, sondern einfach eine Besonderheit. Und es wird auf jeden Fall zu Störungen führen in dieser Gesellschaft. Aber diese Schwächen, die überwunden werden, das wird nie komplett geschehen. Steht hier noch. Naja, das kommt halt daher, dass man sich permanent als nicht, also das geringe Selbstwertgefühl kommt daher, dass man sich permanent als nicht funktionsfähig erlebt, das hatte ich ja auch schon erzählt.
und als undiszipliniert, unvernünftig oder sonst wie betitelt wird und etliche andere negative Reaktionen bekommt, in Kombination damit, dass man bereits sehr sensibel und emotional als ADSler ist, dann ist es auch logisch, dass sowas entsteht. Meistens, nicht meistens, aber oft, ne, ich bin mir gerade über Statistik da nicht sicher, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das bei einigen Leuten ein Leben lang anhält. Ich kriege jetzt selbst das Gefühl. Generell treten bei ADS starke Gefühlsschwankungen auf, da das Leben ohnehin schon chaotisch ist. Diese können im Alltag natürlich auch können das Alltagsleben natürlich auch sehr beeinträchtigen. Es geht bei einigen Leuten so weit, dass sie gar nicht mehr rausgehen, da sie ohnehin wissen, dass die Hälfte der Zeit aufgrund von Gefühlsschwankungen, nein, da sie ohnehin wissen, dass sie die Hälfte der Zeit, ich kann mich gerade auch schwer konzentrieren, sorry, aufgrund von Gefühlsschwankungen nicht funktionieren und in ihrer Tätigkeit dann keinen Sinn mehr sehen. Ich war zum Beispiel die Hälfte der 12. Klasse nicht anwesend, aufgrund von Gefühlsschwankungen. Oder weil ich es einfach nicht mehr vom Druck her geschafft habe. Also nicht, weil der Stoff so schwierig war oder sowas, das eher das Gegenteil. Weil ich es emotional einfach nicht geschafft habe. Was auch noch wichtig ist, dass ADSler sehr oft zu spät kommen, die Zeit vergessen, beziehungsweise die Zeit erst gar nicht wahrnehmen. Und generell auch nur unter Termindruck arbeiten. Es tritt allgemein stark vermehrt ein häufiger Wechsel zwischen Arbeitsplätzen und ähnlichen unter ADS-Betroffenen auf, was ich auch stark bestätigen kann. Ja, was kann ich abschließend dazu sagen? Ist auf keinen Fall vollständig, würde ich sagen. Ich habe jetzt, glaube ich, 1,5 Stunden dran Notizen geschrieben und versucht das ja umfassend, allumfassend zu gestalten und trotzdem kompakt. Aber man kann das extrem weiterspinnen, man kann das wahrscheinlich auch noch vereinfachen und auf wichtigere Punkte reduzieren. Aber ich habe einfach mal so erzählt, was mir halt dazu eingefallen ist. Ich mache das ja jetzt nicht mit dem Ziel, ein wissenschaftliches Buch zu verfassen oder für irgendwelche Psychologen Leitfäden zu schreiben oder sowas. Dazu bin ich momentan nicht in der Lage, auch zeitlich allein. Ich hoffe, es sind trotzdem einige Punkte dabei, wo sich Leute mit identifizieren können oder den Leuten irgendwie weiterhelfen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, Bewusstsein auch für sich selber zu schaffen oder für andere Menschen, die was vielleicht betrifft, oder sich trotzdem irgendwie darin zu erkennen, obwohl man vielleicht meint, kein ADS zu haben. Und ja, bald wird es weitere Videos darüber geben. Bis dann oder bis dahin. Tschüss. Okay, mir ist irgendwie gerade warm, weil ich gerade heißen Spinat gegessen habe. Beziehungsweise hier habe. So, jetzt habe ich noch nichts gesagt und schon 4 Minuten vergangen. Zum Glück kann man schneiden. Also, ich hatte gerade den Drang, diese Gabel durchzubiegen. Jetzt kann ich mich gerade auch nicht konzentrieren, weil ich andere Gedanken habe. Sie ahnen. Ne. Ja. Man kann das aber sehen, wie man will. Wo war ich denn jetzt? Das hier irritiert mich die Zeit, dieses scheiß Hemd. Huch. Ich habe es auch wieder nicht. Ja. Schon.